Hallo und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme von Fiesta Aufbruch nach Adelia mit True Zoe aka Blackie Widow. Hallöchen. Ja, wir sehen beide total schön aus. Wir sind immer noch im Turm von Isel und Blackie muss auch ein paar Sachen erledigen, deswegen sind wir immer noch da oben und die Bücher, die fisten uns. Komm, wir gehen mal gucken. So. Ich habe Angst. Zwei sind noch übrig. Naja, jetzt sind gar keine Bücher, jetzt sind die Eis-Vivis. Muss ich gerade mal gucken. Soll ich den pullen? Ah, jetzt laufen die zurück, die Blöden. Nee, das wäre, glaube ich, ein fataler Fehler. Okay. Dann wärst du schon wieder tot. Oh Mann, ey. Ich muss jetzt gucken, wie ich das am besten taktisch durchgehe hier. Diese eklige Brühe, ey. Die der da... So, hat. Den da würde ich... Ich glaube, den da kriege ich. Ich kann den pullen. Oh Gott. Ja, ich hab... Wow. So, und da ist auch schon der nächste. Oh ja. Hab ich direkt gesehen. Super. So, jetzt kann ich mich ganz in Ruhe um den... Giftgolem. Alles klar, los geht's. Soll ich auf den drauf schießen? Ja, kannst du ruhig machen. Wow, ich hab Angst. Ich hab genug Tränke dabei, der wird mir nichts anhaben können. Na komm schon. Ja, sieht gut aus. Solange der nicht beschwört, versuch dich auf jeden Fall etwas zurückzuhalten. Ja, ja, ja. Oh Gott. Mann. Aber ich schaff das schon, mach dir keine Sorgen. Ich schieß mal immer wieder alles drauf, weil ich so hab. Oh Gott. Haben wir gleich schon geschafft. Miss. Achtung! Die zweite Beschwörung des Eisengolems. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh mein... Was? Ich bin tot, ich hab aber noch Leben? Du bist tot. Nein, bei mir bist du tot. Und ich werde verfolgt. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, ich laufe. Ey, weißt du, was voll bescheuert ist? Ja. Ich bin anscheinend tot. Ach. Ich habe aber noch 1450 Leben. Stimmt. Was ist denn das, bitte? Und jetzt? Ja. Gut. Ich würde sagen... Wir verlassen den Turm mal. Oh Mann, Alter. Jetzt ist der Giftgolem wieder voll. Und die Geister sind schon wieder da. Macht nichts. Dann kümmern wir uns erstmal um deine Turmquest. Dann gehen wir mal abgeben. Okay. Dann, oh Mann. Ja. Schade. Ja. Aber du müsstest jetzt eigentlich auch schon wieder Level abgehen. Meinst du? Ich habe jetzt 57 XP. Mal gucken, was ich jetzt so im Inventar habe. Ah, okay, jetzt kann ich ab Level 25 wieder die mysteriöse, glänzende Schatzkiste öffnen. Alter, Edelsteinstaub. Boah, ich muss die Sachen loswerden. Freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir auf einem Level sind, weil dann rocken wir das richtig. Welches Level bist du nochmal? 42. Genau. Aber ich glaube, ich... Ich werde dann mit meinem Joker spielen, weil ich habe mehr Lust auf Joker. Und der ist auf 32. Heißt, wenn du 32 bist, dann zocke ich mit dir zusammen. Cool. Und dann sind wir auch immer gleichberechtigt. Sehr gut. Hallo Krieger von Rumen, Divani. Ich bin in keiner Akademie. Ja, müssen wir mal gucken, ob es eine gute Akademie gibt, wo du viel Geld bekommst. Level ja. Up. Machen wir am besten jetzt schon mal, bevor du abgibst. Weil wenn du abgibst und ein Level abgehst, dann wäre das vielleicht nicht so gut. Okay, ich war letztens schon in der Akademie, aber irgendwie bin ich da rausgeflogen, glaube ich. Ich schau gleich mal nach. Ich gehe da mal aus meiner AK raus. So, gehen wir mal nach Roman. Gib mal noch nicht ab, ich schau mal eben nach. Okay.
So, Akademie verlassen. Muss ich wahrscheinlich hier machen, ja. Okay, Akademie verlassen. Ja, möchte ich verlassen. Okay. So, schauen wir mal. Anschreiben. Ich glaube, ich kenne sogar noch eine, die recht gut Geld gibt. Wenn ich sie mal Einschreiben. sehe. Ah. White Raccoons, das ist ja cool. Die White Raccoons. Ich würde sagen, mach mal hier kurz einen Cut und dann schaue ich mal eben nach der Akademie, weil das kann etwas dauern. Okay, cool, dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. So. Da sind wir wieder und wir haben eine schöne Akademie gefunden und ich bin super stolz, jetzt mit True Zoe in The Notorious beigetreten zu sein. Und jetzt schauen wir mal. Guck mal, ich habe jetzt hier im Inventar, ich habe jetzt 5 Gold, 439 Silber und 31 Kupfer. Und jetzt bin ich mal Okay. gespannt, wenn ich jetzt hier ein Level-Up habe. Ist das so? Es freut mich zu sehen. Ja! Woohoo! Sehr geil! Jetzt schauen wir auf deine Kohle. Boah, jetzt habe ich 940 Silber. Siehst du? Ja, boah, Wahnsinn. Wahnsinn. So, dann würde ich gerne jemanden begrüßen in meinem Video. Und zwar ist das Frost, der hat mich gerade geaddet und gefragt, ob ich aufnehme. Ja, schon der zweite, der mich irgendwie hier erkennt. Keine Ahnung, also Wahnsinn. Wo dat, ich hätte es mir niemals vorgestellt, ja, dass das mal passiert, aber. Herzlich willkommen in meinem Video und du bist dabei. Und schau, wie schön ich bin. Kleiner So, Schmetterling. Templerin Maria hat die nächste Quest für mich. Die würde ich ganz Super. gerne auch annehmen. Die vierte. Ach nee, guck mal, die kann ich abgeben. Wow, jetzt bin ich schon fast wieder Level Up gewesen. Jetzt habe ich Geht direkt schnell, ne? 70%. Oh, Wahnsinn, ey. Sehr Und hast geil. schon die nächste Quest? Ja, in der 5. Etage des Turms habe ich es endlich gesehen. Und es geht Es, wieder du los. meinst es? Es ist ein Golem. Ich glaube, wir sollten wirklich erstmal herzlichen Glückwunsch zu Level 22, schreibt er. So, sollen wir wieder hin? Ja, natürlich. Wow, wie geil! Auf zum Turm. So, dann. Go, go. Wieder zurück. Boah, wie geil, ey. Wie geil, wie schnell ich hier queste und oh. Sehr cool. So, ab zum Nebelwald. Na, da müsste direkt eigentlich vor dem Turm müsste dieser Teleporter stehen, oder? Da musst du nicht Ja, jedes Mal wieder zurückrennen. das wäre echt cool. Ja. Wow. Sehr geil. Weil ich fühle mich immer so, ich bin so mega happy, wenn irgendjemand mich anschreibt, auch bei auf Minecraft-Servern, ne? Ey, das ist so ein richtig geiles Gefühl. Wenn jemand, ja, weiß ich nicht, ich kann, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist echt wahnsinnig geil, wenn jemand deine Arbeit gesehen hat. Ich sehe das ja als Arbeit. Und wenn das jemand gesehen hat und dich dann, guck mal, wie viele Menschen hier auf dem Server sind, weißt du? Ja. So, und auch auf den Minecraft-Servern, ey, dann fragen die Leute manchmal, kann ich einen Screenshot machen? Und ja, klar. Warum Super meinst geil. du? Ha? Ich sehe dich ja noch gar nicht. Bist du, kommst du Nebelwald oder Ja, was? ich bin Nebelwald, da steht aber, wird geladen. Uiuiui, hoffen wir mal nicht, dass du im Ladescreen stecken geblieben Ich bist. glaube, ich bin im Ladescreen stecken geblieben. Und sie sagt genau das, was ich dachte. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich das hier beenden kann und dann machen wir mal noch einen kleinen Cut. Das ist, weil ich so viel Dummschiss jetzt gelabert habe. Bis gleich. So, weiter geht's im Text hier. Ich habe echt im Ladescreen gesteckt und jetzt wollen wir mal weiterlaufen hier, ey. Das ist mir auch das erste Mal erst passiert. Ja, Naja. passiert relativ selten, aber es passiert ab und zu. Ja, einfach das Game dann nochmal starten und fertig. Jawohl. Wow, jetzt renne ich wieder hier rum und jetzt gehen wir den Golem töten. Das macht richtig Spaß. Mhm.
Wenn diese ewige Rumrennerei nicht wäre. Gut, wenn man ein Pferdchen hat, hast du eigentlich ein Reittier? Nee, nicht auf True Zoe. Okay. Da bin ich leider noch zu niedrig für. Warum? Kann man sich erst ab Level 60 kaufen. Aber ich kann doch ab Level 20 eins kaufen. Du könntest dir so ein Holzpferd kaufen. Ja, genau. Ja, aber da ist der Unterschied nicht wirklich stark. Aber ein bisschen. Kann man im Endeffekt kann man da auch laufen. Echt? Ich fand das Holzpferd gar nicht mal so schlecht. Ja, die Geschwindigkeit ist nicht wirklich hoch. Also es gibt Mounts, die haben bis zu einer Geschwindigkeit bis zu 200 und die cruisen wirklich richtig an dir vorbei. Ja gut, okay. Vielleicht hole ich mir so ein Holzpferd. Der kleine Unterschied macht's ja. Ja, habe ich das dann immer? Ja, ich glaube, das hat man immer. Okay. So, ja, wieder rein. Ja. Okay, Moment. Wie geil ich mit den Ohren wackel. Zack, und rein geht's. Yay. Tada. So. Okay. Kurz ein Stückchen getrunken. Hä? So. Was denn? Ich hab mich gerade wegen der Zeit gewundert. Da läuft nämlich eine Zeit ab. Willkommen im Turm von Isel. Yeah. Echt? Bei mir nicht. Ja, die ist jetzt auch wieder weg. So, dann wollen wir mal die Imps töten hier. Nochmal. Komm schon. Alle töten. Zack. Hihi, das macht Spaß. Ich werde True Zoe auf jeden Fall nochmal offscreen auf 43 bringen, weil dann wird es für mich noch einfacher sein, dir zu helfen. Oh oh. Weil ich ab 43 bekomme ich meine erste AOE. Boom. Boom. Haha. Hier gibt's nichts, ne? Doch, da liegt was. So. Bis zur Stufe 5 müssen wir hoch. Erster haben wir. Mhm. Bäm. Wuhu. Das ist mittlerweile kein Problem mehr, ne? Nee, vor allen Dingen habe ich jetzt endlich auch mal mich wieder dran gewöhnt, Tabulator-Taste zu drücken. Also dann geht's ja rucki-zucki eigentlich. Na gut. Kein Ziel. Wie schnell. Da ist der Staubgolem. Den müssen wir erledigen. Wirst du auch so stark sein, Leilani? Ja, da freue ich mich schon sowas von drauf. Aber ich bin schon stark, ja? Ich bin schon ein starkes Mädchen. Du wirst doch stärker werden. Nein, du beschwörst jetzt nichts hier. Wir wollen dich töten. Bäm. Und nochmal. Und bäm. Wuhu. Und da ist er auch schon weg. Und wieder ganz viel Zeug für dich. Oh, geil. Zeug, Zeug, Zeug. Das. Komm, hör mal auf, rumzustauben hier. Damit ich die Sachen aufsaugen kann. Oh, und wieder eine... Oh, die ungeöffnete Karte, die wollte ich mal eben gucken. Die hatte ich nämlich gerade schon mal. WB schreibt da. Danke. Im Ladescreen stecken geblieben. So. Inventar, genau. Da ist eine ungeöffnete Karte. Müsste, glaube ich, der Staubgolem sein. Nein, einmal haben wir hier einen Imp. Auf der aktuellen Karte sind mehr Sterne als auf der registrierten. Ja, so. Und dann habe ich hier hoffentlich der Staubgolem.
Der Waldspion. Ein Imp beobachtet Abenteurer heimlich aus einem Zelt im Wald. Wow. Sehr cool. Das ist eine neue Karte. Cool. Mehr habe ich nicht. Ich habe nur noch diese Bußkarte Erfahrung. Ja, die musst du dir noch aufsparen. Okay. Könnte die ja auch mal irgendwie mal ins Inventar packen oder so. Ne? Leute, stopp! Wir sind bei 15 Minuten angekommen, so viel Folgen. Ey, wir haben doch eigentlich schon alles erledigt jetzt, oder? Wir sollten nur bis zur 5. Etage gehen. Nee, wir müssen noch Viecher killen für dich. Ach so, okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Schaltet alle wieder zahlreich ein. Auch du, Frost. Tschö! Tschüss!